Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde der gesunden Haar- und Körperpflege. Heute soll es um ein MG-Pomaden-Update gehen. MG steht, wie ihr wisst, für Michael Gillert. Ich habe jetzt ja fast ein Jahr diese Pomaden regelmäßig geschmiert und ich habe auch hierbei nämlich etwas dazu gelernt und an dem wollte ich euch teilhaben lassen. Das Erste, was ich vor allem dazu gelernt habe, also ich habe, bevor ich jetzt umgezogen bin, habe ich auf ca. 700 Metern Meereshöhe gewohnt. So, etwas, was dort ganz charakteristisch ist, die Sommer sind dort nicht brüllend heiß, denn da kühlt es meistens in der Nacht tatsächlich ab. Das heißt, man hat in der Nacht durchschnittlich zwischen 19 und 20 Grad, super angenehm, ist eigentlich, muss man sagen, für eine Art Sommerfrische ideal. Was ich aber hatte, war, ich habe ja in meinem ersten Video gesagt, dass die eigentlich eher eine Strong ist. Jetzt bin ich drauf gekommen, aber wo ich jetzt auf ca. 400 Meter Meereshöhe lebe, dass man muss ganz ehrlich sagen, diese Pomaden sich auch jetzt anders verhalten. Nämlich, was ist los? Ich habe hier tatsächlich einen, muss man sagen, ja, typisch klassischen Winterwechsel, beziehungsweise habe ich in meinem Badezimmer durchschnittlich 23 bis 24 Grad. Und etwas, was dabei passiert ist, dass meine Pomaden, vor allem die von Michael Gillert, tatsächlich so in ihrer Konsistenz sind, wie sie nämlich tatsächlich beschrieben sind. Das heißt, die Outlaw, die ich ursprünglich als Heavy beschrieben habe, wo ich sagen würde, da rangiert sie trotzdem im Halssegment durchaus immer noch. Sie ist tatsächlich eine Strong und meine absolute Lieblingspomade, die Tokaido, ist tatsächlich eine Firm. Warum ist das so? Ich vermute stark, dass durch die Witterungsbedingungen bzw. durch das fehlende Abkühlen, das heißt immer das Aufwärmen und Abkühlen, tatsächlich das medizinische Mineralöl bzw. die Vaseline, die da drinnen ist, tatsächlich nie aushärtet, sondern immer schön geschmeidig bleibt. Und das, glaube ich, ist ein wesentlicher Faktor. Das Zweite, was ich unbedingt sagen wollte, ihr wisst, ich habe das Video gemacht, Thema ungesund, wo mir, also wie gesagt, mir hat wirklich die Kopfhaut, war wirklich kaputt. Und ich habe einfach gesagt, ich brauche einfach Dinge, die mir das jetzt wieder aufbauen. Und etwas, womit es ganz schnell ging, war diese wunderbare Pomade. Das ist wirklich, wirklich, wirklich super. Ich habe vor allem, weil man darf auch nicht vergessen, man muss es, wenn man auswäscht, wie gesagt, macht man ja trotz allem die Kopfhaut eher noch trockener. Das heißt, man braucht eigentlich eher was Rückfettendes, also etwas, wo man sagen kann, man hat nachher immer noch eine normale Kopfhaut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war unglaublich froh, wirklich. Ich glaube, wer nicht unter derselben Bedingungen leidet wie ich, der kann das wahrscheinlich auch so nicht nachvollziehen. Aber ich war so froh, dass ich diese Pomade und ich habe auch noch die Dirk-Ohm-Pomade dann dazu genommen, einfach hatte, womit ich mir einfach die Kopfhaut mehr oder weniger wieder aufbauen konnte, weil man hat auch dann schon gesehen am Waschbecken, der Haarverlust hatte dann nämlich wieder eingesetzt und wie gesagt, nochmal, ihr wisst, Rizinusöl und ähnliches ist dabei ganz wichtig und das war einfach, diese Pomade ist einfach Bombe. Dann, sie ist, muss man sagen, für eine Firmpomade, muss man sagen, ist sie einfach eine Pomade, die einfach wirklich einen super Halt bietet. Also da bin ich einfach hier, wie gesagt, ich habe jetzt hier die knallende Sonne jetzt im Sommer, der hier halt angezogen ist, habe ich gehabt und man muss ganz ehrlich sagen, Haltsegment absolut top. Also richtig, richtig, richtig gut. Ich darf auch gleich noch sagen, etwas, was ich, wie gesagt, nach wie vor sehr schade finde, ist, dass es noch keinen, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nach wie vor, ist ebenfalls eine super, super, super Firmpomade. Jedoch die Mischung zwischen dem Outlaw und der Wildheart, man ist in der Früh einfach, wie soll man sagen, damit man die Äquivalenzmenge auch tatsächlich so hinkriegt, ist man einfach beschäftigt. Ich bin, ja, wie soll man sagen, bin von diesem Prozedere überzeugt, kann es euch auch nur noch mal ans Herz legen, es unbedingt mal auszuprobieren. Der Duft ist richtig krass gut. Ich bin, wie gesagt, davon ein riesengroßer Fan. Aber wie gesagt, wenn ihr das noch nicht ausprobiert habt, tut es. Ihr tut euch selber damit mal einen Gefallen. Es ist tatsächlich mal etwas ganz, ganz Neues. Dann darf ich ganz ehrlich sagen, ich habe, wie soll ich sagen, Dosis-Äquivalenz-Studien wäre jetzt falsch. Aber man muss ganz ehrlich sagen, mich hat mal die Frage interessiert, wo kriege ich eigentlich das meiste von der Pomade im Effekt für mein Geld. Soll heißen, wie weit kann ich eigentlich mit der Dosis runtergehen? Das heißt, wo bleibt der meiste Build-up drin? Wo kriege ich sozusagen das beste Ergebnis auch noch hin, wenn ich jetzt nur noch einen Finger nehme, zum Beispiel morgens zum Reinschmieren, nach dem Duschen? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, hat dieses Produkt zusammen
mit der Dirk-Ohm-Pomade am besten abgeschnitten. Also man kriegt wirklich, wirklich, wirklich von diesen Produkten, und wie gesagt, dazu zählt auch die Outlaw und die, ich nehme dazu halt auch noch die Wildart, zählt ebenfalls dazu. Kann ich also auch nur nochmal sagen, sehr, sehr kundenfreundlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Beide Pomaden, ganz großartig. Ich habe, wie gesagt, mal, wie soll ich sagen, ausprobiert. Ihr wisst, ich habe ja auch das Video gemacht, das beste Deo der Neuzeit. Ich habe, wie soll man sagen, auf gewisse Waschmittel habe ich einfach eine Intoleranz. Das heißt also, wenn ich Dienstwäsche kriege, die natürlich renne ich in weißem Dienstgewand rum, sozusagen einfach extrem juckreizfördernd ist. Das heißt, ich kriege rote Flecken und die jucken einfach. Das, wie gesagt, das kann man wahrscheinlich einem, der darunter nicht leidet, schlecht beibringen. Aber das ist wirklich so, also man rennt die ganze Zeit durch die Gegend und glaubt, man muss jetzt gleich platzen, weil man kann sich nicht überall kratzen. So, und etwas, was ich dabei dann immer gemacht habe, war, ich habe das draufgegeben. Und es hat wirklich, wirklich, wirklich massiv Linderung gebracht. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich kann da jetzt keine Studien zu nennen, warum, aber für mich wirkt es, ich würde es sagen, hypoallergen. Ich habe aber wirklich, wie gesagt, auch diesen Duft, weil ich, wie gesagt, ich habe die Pomade meistens bei mir, entweder in meinem Spind oder oben im Dienstzimmer, und dann sozusagen funktioniert das. Fand ich, wie gesagt, das war ein Selbstversuch, den habe ich einfach gemacht aus der Verzweiflung heraus, finde ich aber, wie gesagt, nach wie vor wahnsinnig großartig. Gefällt mir wahnsinnig gut. Ich bin immer noch nach wie vor, und das kann ich auch noch nach wie vor sagen, oder kann ich auch jedem empfehlen, ein riesengroßer Fan davon. Empfehle sie auch jedem. Ich kann dazu auch noch abschließend eine kleine Geschichte erzählen. Die kennt der Herr Gielert nämlich auch. Wir waren ursprünglich mal drei Kollegen, noch zu Zeiten vor meinem Umzug, die alle Pomade benutzt haben. Wir haben das halt untereinander im Prinzip immer ausgetauscht. Und da hatte ich eine große Bestellung beim Pomadeshop gemacht, weil ich gesagt habe, wir kannten die Michael Gielert Pomaden nicht. Wie gesagt, ich bestelle von allem jeden was. So, und wir hatten genau gesagt eine Tokaido. So, und ich hatte einen Kollegen, der ebenfalls sozusagen ja ein bisschen eher unter Hautproblemen gelitten hat. Der hat diese Pomade als erstes genommen. Ich hatte als erstes die Outlaw. Hat sie einfach sozusagen uns anderen beiden nicht mehr gegeben, weil er gesagt hat, dieses Produkt ist so sensationell gut, er muss das jetzt haben, und wenn das die letzte Dosis ist, die letzte Dose, die jemals sozusagen produziert ist, muss er unbedingt wissen, wie das Rezept ist, weil die gibt er nicht mehr her. Daraufhin habe ich Michael Gielert angerufen und habe gesagt, ich brauche wirklich jetzt wieder Pomaden, weil wir dann, also uns war, den anderen beiden war dann schon klar, gut, okay, es dürfte wirklich sehr, sehr gut sein, und haben dann tatsächlich auch die Tokaido, habe ich dann tatsächlich einen riesengroßen Vorrat bestellt, die sind mir tatsächlich, weil ich die, wie gesagt, auch relativ wirklich häufig benutze, nicht nur relativ, ich benutze sie wirklich sehr häufig, erst jetzt recht, habe ich, wie gesagt, haben wir uns dann aufgeteilt und sind beide nach wie vor riesengroße, alle drei eigentlich, riesengroße Fans davon. Ja, das soll es zum Update mal von den MG-Pomaden gewesen sein. Ich darf euch sagen, es wird von mir noch ein Video geben über die Ausblicke auf das zweite Halbjahr 2021. Wir haben jetzt ja sozusagen bald Halbzeit. Ja, und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.